Hallihallo, liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren LS17 Challenge bzw. einer anknüpfenden Folge, ja, an die letzte LS17 Challenge. Der Marvin ist auch mal wieder am Start. Hi. Ja, perfekt. So, und zwar haben wir ja eine Folge rausgebracht, wo wir den Zug anhalten wollten bzw. aufhalten wollten mit verschiedenen Fahrzeugen. Und das Ganze ist bei euch so gut angekommen und ihr habt so viel in die Kommentare geschrieben, dass wir gedacht haben, okay, wir machen noch eine zweite Folge. So, und da haben wir uns jetzt ein bisschen was einfallen lassen. Ich zeige das jetzt hier mal von oben. Und zwar haben wir 10 Challenger genommen. Das sind hier diese Traktoren mit den, ja, dreifach, also mit den Drillingsreifen. Dann haben wir 4 K700A genommen. Das sind hier diese komischen. Die haben wir eigentlich nur so zusätzlich mit hingestellt. Des Weiteren noch 5 Terrados, also das sind ja diese Rübenerntemaschinen. Und dann noch 2 Mähdrescher mit jeweils den Schneidewerken. Und ja, so, ich zeige euch jetzt mal, wie wir das Ganze platziert haben. Und zwar haben wir das ein bisschen anders gemacht als letztes Mal. Letztes Mal hatten wir das alles auf einer freien Fläche stehen. Und heute haben wir das ein bisschen anders gemacht. Und zwar haben wir versucht, die Fahrzeuge so ein bisschen zu verkeilen. Also, dass wenn jetzt hier der Zug zum Beispiel dagegen fährt, dass die dagegen gedrückt werden und der Zug theoretisch nicht mehr durchkommen sollte. Wir hoffen, das funktioniert, weil das Ziel ist ja, indirekt den Zug anzuhalten, beziehungsweise zu gucken, was passiert. Also das ist sozusagen die erste Station. Dann haben wir hier so ein paar Fahrzeuge aneinandergereiht. Sieht man ja hier. So, und dann haben wir hier die Schneidewerke so platziert, dass sie sich auch richtig verkeilen und theoretisch hängen bleiben müssten. Wir werden sehen, ob das Ganze klappt. Wir haben es wieder nicht ausprobiert. So, und dann haben wir hinten noch ein paar Fahrzeuge hingestellt. Und selbst hier müsste es sich verkeilen, auch mit dem Schneidewerk und dem Ernter wieder her. Also theoretisch müssten wir ihn aufhalten können. Praktisch werden wir gleich sehen. Ja, Marvin, bist du schon gespannt, was hier passieren wird? Ja, klar, das kann durchaus. Also ich. Ja, ich weiß nicht sicher, ob das klappt, aber ich hoffe, dass wir das irgendwann mal schaffen. Ja, man muss dazu sagen, wir haben es noch nicht probiert. Also wir wissen nicht, was passiert. Und ja, da würde ich sagen, begebe ich mich in den Zug. Und achso, bevor ich losfahre, machen wir eine ganz kleine Ausnahme. Und zwar gehen die Grüße raus an den Tom Biele. Und zwar ist es der Erste, der geschrieben hat, jo, kannst du mich mal grüßen? Und da dachten wir, okay, normalerweise will ich das gar nicht erst anfangen, weil sonst schreibt das dann jeder Fünfte. Aber in dem Fall mache ich meine Ausnahme, weil es ja der Erste ist. Also viele Grüße an Tom Biele. Schön, dass du so aktiv dabei bist. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, fahren wir einfach mal los, geben hier wieder Vollgas und ja, schauen, was passiert. So, und da sind wir auch schon auf dem Weg hier. Mal sehen, was passiert. Oh, er drückt sie hoch. Okay. Also erste Station ist schon mal fehlgeschlagen. Jetzt kommen die ganz vielen. Alles klar, er schiebt einfach alles weg. Es juckt ihn überhaupt nicht. Okay, letzte Station. Hoffentlich packen wir es hier, weil hier sollte es sich eigentlich verkeilen. Und es kann nur nach oben weggedrückt werden. Alles klar. Er schiebt einfach alles raus. Es juckt ihn überhaupt nicht. Ich blende wieder in Zeitlupe ein, dass ihr euch das angucken könnt und dann sehen wir es gleich wieder. So Leute, ihr habt jetzt das Ergebnis nochmal in Zeitlupe gesehen, also es ist wirklich krass. Also er hat ja die ganzen Sachen einfach weggeschoben, selbst wenn sie verkeilt waren, sind weggeglitscht.
Also es sah auf jeden Fall ein bisschen spektakulär aus. Es ist auch einiges wieder rumgeflogen. Ihr seht, die Fahrzeuge liegen hier überall quer verteilt. Marvin, was sagst du zum Ergebnis? Hättest du damit gerechnet oder? Nee, also eigentlich nicht. Ich dachte, weil vor allem weil die verkeilt lagen, dass die der Zug wirklich angehalten wird, aber ja. Das war ja wirklich der Fall. Ja, also ich habe das Gefühl, wir müssen uns da nochmal was anderes einfallen lassen. Viele haben auch noch andere Ideen in die Kommentare geschrieben. Ja, da würde ich sagen, wenn das wieder so gut ankommt wie das letzte Video, dann könnten wir da vielleicht sogar einen dritten Teil rausholen, wo wir dann noch verschiedene andere Möglichkeiten ausprobieren. In diesem Sinne würde ich sagen, war es das schon wieder. Ich verabschiede mich, hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch eine Bewertung da. Der Marvin sagt auch noch Tschüss von mir, war es das. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Träumchen werden Träumchen und reingehauen.